Leute, ist nicht heute ein perfekter Tag, um sich eine Cheeseburger-Lasagne zu machen? Da werden wir uns natürlich erstmal unsere Schuhe holen. Hallo? Schuhassistent? Oh, sitzen hier. Kannst du vielleicht das Licht anmachen? Hier drin ist so dunkel. Achso. Hallo. Was machst du gerade? Das ist dein Minecraft-Ort. Das ist meine Minecraft-Privatwelt hier. Ah, ja, dein Büro oder wie? Ich wollte dich nicht stören. Ich wollte nur meine Schuhe schnell haben. Schuhe? Ja. Die da? Genau, das sind die. Dankeschön, ne? Ja, kein Problem. Mach dir nichts aus, okay? Ja, tschüss. Mach's Licht bitte wieder aus, okay, ne? Verschwende nicht so viel Strom. Aber warte mal. Sag mal, hättest du vielleicht sogar Bock, mit mir eine Cheeseburger-Lasagne zu machen? Was? Was für ein Ding? Wir haben uns gerade Helium und 50 Luftballons gekauft. Viele Leute hätten jetzt gedacht, wir gehen zu McDonald's. Nein. Wir haben uns Helium gekauft. Hallo, wir wollen eine Lasagne machen aus Cheeseburgern. Acht doppelte Cheeseburger. Acht doppelte. Acht Double Cheeseburger. Genau. Haben Sie aber was vor? Kommt mal was dazu. Eine Aprikosentasche, bitte. Oh, gesund. Eine Lasagne aus Cheeseburgern. Schon mal gehört darüber? Nein. Ich auch noch nicht, aber wir machen das heute. Dankeschön. Danke. Hallo, willkommen zur Cheeseburger-Bombe, die wir heute machen werden. Da müssen wir nämlich erstmal den Haggis zubereiten. Also, zuerst nehmen wir ein bisschen Öl in unsere Pfanne hier rein. Dann machen wir hier ein bisschen Öl rein. Zack, das war zu viel. Schütten ein bisschen wieder was raus und dann ab auf das Ding. Machen hier ein bisschen das Öl heiß, damit wir später unseren wunderschönen Haggis machen können. Yeah! Nehmen ein bisschen Hackfleisch, so wie man es natürlich aus Film und Fernsehen kennt. Wir machen das hier whoop, ein bisschen ab und rein das Ding. Au! Au! Wir machen unsere Hackfleischsoße natürlich so, wie es sich gehört. Falls ihr mal kochen lernen müsst oder sowas in der Art, macht es so wie ich. Schönes Hackfleisch verteilen, um ein Anbraten an der Pfanne zu verhindern. Alles klar, wir beginnen mit dem Würzen, wenn wir merken, das Fleisch ist bereit, um gewürzt zu werden. Machen wir hier noch ein bisschen Cayennepfeffer mit rein, dass hier ein bisschen was an Schärfe beginnt. Also das ist übrigens Helium, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Wir haben uns hier diese Gasflasche geholt. Wenn man da ganz gechillt mit so einem Luftballon hingeht, drückt man hier oben drauf. Braucht ein bisschen mehr. Oh Mann, ab geht's! Wir werden heute eine Cheeseburger-Party machen! Okay, wir machen jetzt hier die Tomatensache auf und jetzt wird hier ein bisschen Tomate mit reingemacht, damit wir natürlich auch eine super tolle Tomatensoße haben. Es wird übrigens eine Tomatensoße, die wir in unseren Lasagne-Auflauf mit reinmachen werden. Wir haben auch schon den Ofen vorgeheizt, ha? Ah, wird schon warm. Wird schon warm, ne? Jetzt lassen wir die Tomatensoße ein bisschen düdeln. Und wir werden jetzt was ganz Besonderes vorbereiten, meine werten Damen und Herren. Die Lasagne an sich. Denn wir haben ja vorhin was eingekauft. Deswegen holen wir eine Lasagneform raus, wo dann unsere Burger reinkommen. Weil wir haben uns natürlich keine Mühen, Not und Geld gespart. Und haben uns 1, 2, 3, 4. 4, oh Roman, 5. Kommt noch einer? 6 Double Cheeseburger. Die kommen da jetzt so rein und die Soße auch. Oh Mann, ich fühle mich wieder wie ein neugeborener Mensch. Ich krieg keine Luft. Ich glaube, viele Leute werden jetzt auch sagen, Roman, du ernährst dich nicht gesund, aber das machen wir nur zweimal im Monat. Deswegen ist es ja in Ordnung. Wir machen das zweimal am Tag. Zweimal am Tag, morgen Mittag. Die Soße ist auch gerade schön am Blubbern. Man sieht die Konsistenz der Soße. Ich so gerne helfen, Roman, aber ich kann hier so ein bisschen, guck mal. So, was Schönes hier vor sich hin blubbern. Oh Lars, du bist einfach ein Mensch, der mir gerne hilft. Danke. Du bist ein hilfreicher Mensch. Ja, das stimmt. Passt perfekt, das Ding. Mama, falls du das Video sehen solltest. Wir sind wirklich gesund, Mama und Papa. Ich esse jeden Tag Lauch. Ich kann dir sogar meinen Kühlschrank aufmachen. Da ist ein Lauch drin. Seht ihr den? Den glaube ich vertrocknet. Den esse ich jeden Tag. Guck dir den an. Hast du gerade meinen Po gefilmt? Nein. Ich habe mir die Hände nicht gewaschen. Aber die Füße hast du dir doch gewaschen. Ah, stimmt, ja. Du hast dir den Fuß gewaschen. Ah, dann ist doch alles Paletti, Mensch. Hey, ich will die Füße gewaschen, dann passt. Ach, lieber Roman, was kommt jetzt dran? Jetzt kommt die Soße! Ja, die Soße! Komm, 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 los! Ja, 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 ja! Soße! Ja, 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 ja! Oh, das ist ganz schön die Soße gewesen. Jetzt verteile ich hier kurz die Soße auf die Cheeseburger. Das ist nämlich die Haggis-Soße. Meine Mom hat die mir beigebracht. Das ist ein geheimes Rezept von den Romans. So, jetzt kommt erstmal Cheesy drauf. Cheesy, die, die, die. Hau einfach alles drauf, Mann. Die Packung ist voll. Hau einfach alles drauf, oder? So, jetzt kommt hier der Käse drauf. Alter.
Ich möchte nicht wissen, wie viel Kilo ich danach zugenommen habe. Aber das ist mir auch egal. Und jetzt machen wir die Cheesies hier. Der Meisterkoch. Falls ihr mal bei mir essen wollt, mein Restaurant findet ihr unter www. Hier drüber nochmal Soße. Ja, komm. Ja, komm, machen wir noch Soße drüber, oder? So. Leute, das ist echt hart. Es riecht aber gut. Es riecht echt gut, gell? So, jetzt machen wir da oben, glaube ich, noch Käse drauf. Und dann kommt das jetzt für 10 Minuten in den Ofen, damit der Käse geschmolzen ist. Dieses Schlachtfeld, was hast du getan? Wein. Es tut mir leid, aber es musste sein. Und jetzt kommt das in den Ofen. Juhu. Oh Mann, bitte pass auf. Ich bin gut in sowas, keine Ahnung. Ich weiß, ich kenne dich. Tschüss, du Ungesündeste, was ich jemals gegessen habe. Unsere Lasagne hier rausholen. Schaut euch das mal an. Ist das nicht lecker? Sieht die pervers aus, Alter. Huhu. Das ist unsere Lasagne. Ich würde sagen, wir tischen auf. Super Sonic. Gehört immer ein 20 Liter voller Helium-Ballon. Ladies and Gentlemen. Mit einem wunderschönen kleinen Klacks beginnt das hier auch schon. Genau, es geht nicht gerade raus. Heiß! Wir haben keine Gabel. Nicht zu Hause nachmachen. Auf keinen Fall zu Hause nachmachen. Das Ganze hier ist höchst gefährlich. Höchst. Alter. Alter, das riecht wie McDonald's. Mit Hackfleisch. Brutaler. Schau dir mal Nahaufnahmen an. Da haben wir jetzt unten den Patty. Erstes Fleisch, Dings Soße, zweites Fleisch, Patty oben. Yeah. Tasted. Machen wir? Ja, okay. Stoßen wir an. Das ist absolut krank. Das toppt. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich habe sogar noch eine Gurke mit drin. Schmeckt gar nicht mal so gut. Ey, jetzt ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Ich würde sagen, wir rechnen mal aus, wie viele Kalorien das sind. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, was ihr glaubt, was wir hier gerade an Kalorien zu uns nehmen. Das ist schon richtig fettig. Nein. Also, du schmeckst so richtig dieses Fett raus. Guck mal, Bauern. Aber ich muss schon sagen, schmeckt nicht übel, kann man essen, ist aber auch nicht das Beste, was wir jemals gekocht haben. Das war die Cheeseburger-Lasagne. Vielleicht machen wir nochmal sowas. Sowas Verrücktes. Genau, lasst einfach einen Daumen nach oben da und dann machen wir vielleicht nochmal was Verrücktes. Kommt der Lars nochmal hierher oder ich zu Lars und dann können wir vielleicht irgendwas Lustiges drehen. Ich komme nicht zu ihm, weil er wohnt auf der Straße. Ich wohne in dem Karton. Falls es euch gefallen hat, lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da und schreibt einen netten Kommentar und sagt uns auf jeden Fall, ob ihr mehr davon haben wollt. Falls ja, einfach mal einen netten Daumen nach oben.